Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu unserem Krieg gegen Norwegen und Wessex. Achso. War ich nicht mal mit Wessex verbündet vor 70 Jahren? Keine Ahnung. Aber scheiß drauf auf alles. Wir wollen Norwegen angreifen. Oh, mein Hofarzt ist gerade gestorben. Möge sie in Frieden gehen. Und nie wiederkommen. Geht mir auf den Sack, die Alte. So, schlecht, alles schlecht. Okay, müssen wir einen suchen. Suche Arzt. Sehr gerne. Suche Stress. Auch sehr gerne. So, jetzt gucken wir erstmal was anderes. Stopp. Auch geil. Hat sogar funktioniert mit dem Splitten. Wir holen uns jetzt einfach kurz ein paar Gebiete. Geht mir eher auf den Sack, dass die hier Gebiete haben. Hamza, Digga, also jetzt mal nichts gegen dich oder so. Du bist schon sehr... Er ist ein Glubschauge. Ich will eigentlich kein Glubschauge. Pass auf, wir nehmen ihn und wir fragen ihn ganz freundlich, ob er vielleicht... Tochter. Oh. Peter klingt erstmal etwas zahnen. Das ist ganz toll. Wie wär's, wenn du bekehrst? Na? Meine ist freiwillig. Hätte abgelehnt, hätte ich ihn eingekerkert. Das ist was anderes, aber... Wisst, was ich meine? Ist er an sich freiwillig. Muss er nicht bekehren. Hätte sein Glauben weiterhin ausüben können, bis ich ihn dann halt quasi die Kehle aufgeschlitzt hätte im Schlaf. Kein Ratstreffen vergeht ohne einen Konflikt. Aha. Leopold und Sarah diskutieren jetzt über die anstehenden Bauprojekte. Als Kaiserin könnte ich sie mit einem einzigen Wort zum Schweigen bringen. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich bin bewandert in den Künsten der Diplomatie und weiß, wie man solche Situationen löst, dass alle glücklich sind. Ja, toll. Ich bin bewandert in den Künsten der Diplomatie. Ich bin so bewandert. Ich bin eine Wanderfrau. Eine dumme Zwiebel ist sie. Eine blöde, dumme Zwiebel. Mehr ist sie nicht. Halt. So ein dummes Huhn. Kriegst ein Geschenk, komm. Beeinflussen wir auch noch gleich. Das ist so eine Scheiße. Es ist so eine dumme Nudel, ey. Ist doch widerlich sowas. Was für Bauernpöbel, was wollen die denn jetzt von mir? Achso, weil ich hochtrabend bin. Die wollen, dass ich vom hohen Ross runterkomme, aber ich habe schlechte Nachrichten für euch. Ich bleibe auf meinem hohen Ross. Da erpresse ich lieber gleich mal ein paar Leute wenigstens. Grafschaft von Colmar. Ach, wir erpressen die einfach mit Schrecken. Wem es nicht passt, kann sich ja verpissen gehen. Aber gehört, es gibt noch ein paar Nachbarländer, die aktuell noch nicht unter unserer Herrschaft stehen. Betonung auf aktuell. Oh, hallo, dankeschön. Bussi links, Bussi rechts, bis zum nächsten Mal. Ah, hier können wir echt nichts mehr bauen, ne? Krass. Ah, die folgen diesem ketzerischen, fränkischen... Da müssen wir mal kurz was machen. Da muss ich mal... Moment, hier. Auf zu schwer... 11 Jahre! Alter! Warum denn 11 Jahre, Mann? Haben übrigens kein Wachstum mehr. Kaum arbeitet keiner, ist auch kein Wachstum mehr da. Toll. So, 65. Wir machen einfach mal weiter. Oder auch nicht. Und ja, ich belagere kein einziges Ziel. Tapfer, ruhig, religiöser, tapfer. Ist eine gute Eigenschaft. Wer bin ich? Ich finde Gertrud heute wehmütig und nachdenklich vor, den Blick auf die Menschen unter uns gerichtet. Ah ja, das ist schön. Ich bin auch immer so erhaben. Ich gucke auch immer von oben herab. Ich trete heran und lege eine Hand auf die hängende Schulter und frage, was ihr so schwer auf dem Herzen liegt. Oh Tante, Peter war mit mir in tiefer Freundschaft zugetan als jeder andere an dem Ort, den ich einst mein Zuhause nannte. Ich kannte nicht umhin, mich zu fragen, wer ich bin. Karling München? Was für Karling München, Alter? Ach so, das ist die. Ach lol, Alter. Wer ist denn Peter?
Das ist mein Erbe. Natürlich, ich bin Tantchen. Ich bin Tantchen. Cool, das ist voll low, Alter. Das ist richtig asozial, was wir ziehen. Wir klauen dem anderen einfach sein Kind. Was will sie denn jetzt? Nee, Mann. Warte, also welchen Amt hat sie sich? Okay, ist okay. Damit kann ich leben. Ist okay. Nee, ist okay. Ratspitzel, das ist fein. Da hat sie einen guten... eine gute Hand für. Slowenische Fortschritte. Slowenische Gelehrte verschreiben sich schon lange dem Studium der Medizin. Doch nun will sich der Universalgelehrte Raslav meinem Hof anschließen, nachdem meine Bekanntschaft Malik ihn wegen eines unbekannten Vergehens von seinem Hof verbannte. Ich habe aber schon hier den anderen, den Hamza, deswegen... Hä, wieso kriege ich denn jetzt Dreckschwein? Hey, jetzt soll ich einfach verpissen gehen. Mach doch jetzt kein Eck draus, Alter. Kann man denn so wehleidig sein? Was ist eigentlich... Was ist eigentlich mit der Armee von den Norwegern? Also kommen die heute oder? Kommen die nicht? Scheiß Bauern. Helf mir mal schnell meinem Bauernaufstand. Graf Adam kann ich vasalisieren. Da hat sich dann eine Einzelprovinzabspaltung gegönnt. Kann man machen. Muss man aber nicht. Hat das eigentlich eine tiefere Bedeutung, dass sie den ganzen Tag mit mir auf den Haufen stehen, wie so Schoßhunde? Ist ja schlimm. So, 87. Oh Gott. Da kommen sie. Das ist nicht gut. Müssen schnell weg. SOS. Gut, und während die mich da unten jagen, belagern wir schnell die letzte Festung. Dietrich ist erwachsen. Das ist mein Erbe, oder? Nee, das ist nicht mein Erbe. Das ist der enterbte Erbe. Na, ist eh ein Trottel. Trottel will ich nicht als Erben. Haben wir die Bauern weggeballert? Ne, da sind noch ein paar. So schnell die Festung fertig erobern. Spenden. Festung stürmen. Nein, Verbündete. Schnell. Ja. Endsieg. Bin fertig. Ich wollte auch keine Geisel, ich will keine Norweger an meinem Hof haben. So. Na? Leider die falsche Dynastie, mein Freund. Oh, okay. Noch nicht. Aber bald. Wir arbeiten dran. Aber sehr schön. Da wird sich irgendeiner aus unserer Familie gleich dann später sehr freuen, wenn ich ihn zum König über Anglien mache. Jetzt latschen wir erstmal dahin und hoffen, dass wir kurz Straßburg noch beteiligen können. Gertrud würde euch gegenüber wahrscheinlich treu sein, wenn sie erwachsen wird. Die Kinder, ich hatte das noch nicht, ich muss mal lesen. Die Kinder spielen wieder einmal am Hof und heute sind sie mit ihren Spielzeugschwertern beschäftigt. Gertrud scheint unerbittlich mit den anderen Kindern umzuspringen. Sie nimmt sich mehrere von ihnen auf einmal vor und besiegt sie mit Leichtigkeit. Unter dem üblichen Spielgeschrei werde ich plötzlich hellhörig, als sie ruft, wer lebt, kann auch gefoltert werden, Abschaum. Geil. Das ist mein neues Kind, Alter. Besser als alle anderen Kinder, die ich bis jetzt hatte. Zum Glück sind die Bauern so inkompetent, Alter. Und tschüss. So. Alles abgearbeitet, den Papst wieder am Pumpen. Boah, ich liebe den Papst. Also nur hier im Spiel, in echt nicht. In echt mag ich ihn überhaupt nicht. So. Hat er da oben das jetzt mal in den Griff bekommen? Nee. Will er das überhaupt in den Griff bekommen, ist wahrscheinlich die viel bessere Frage.
Erstmal kurz unser ganzes Kriegsvolk hier auf Maximalstufe heben. Geld genug dafür haben wir ja. Nochmal stationieren. Ich weiß auch nicht, warum das immer so ruckelt beim Stationieren, so nach dem Motto. Achso, jetzt habe ich... Oh. Ja, egal. Gerade aufgefallen, ich habe ein bisschen zu viel Fernkampfwaffen, sage ich mal. Gesamtarmeestärke nun 20.000. Jetzt ist der auch noch gestorben. Ehrgeizig, ehrgeizig ist super. Mit ehrgeizig kann ich in unserer Familie leben. So, der Hof ist erfüllt von den vertrauten Geräuschen der Hiesigen, die lautstark lachend kreuz und quer umherrennen und ihren Spielen nachgehen. Trotz des Lärms liegt eine seltsam friedliche Stimmung in der Luft, bis die schmerzerfüllten Schreie von Gertrud plötzlich von mir verlangen einzugreifen. Trude schlägt mich die ganze Zeit. Was? Aufhören, aufhören, Heike? Ach, Heike. Ach so, sie sagt es. Also, ich sollte Gertrud ermutigen, sich zu verteidigen. Meine Tochter, die soll sich verteidigen, die blöde Ziege. Soll ich doch nicht so anstellen, ey. Wenn ich das örtliche Lager der Truppen inspiziere, gibt es wieder Kampfübungen. Ach Gott, so oder so kriege ich Anspannung. Meisterbogenschütze für 10 Jahre. Gedrilltes Fußvolk. Machen wir Meisterbogenschütze und erfreuen uns wieder der ganzen Anspannung, die ich bekomme. Oh, Leute, echt. Machen wir nochmal ein Fest. Mal kann ich? Warum lassen... Ey, das regt mich so auf. Warum lassen die mich das überhaupt anklicken, wenn es dann eh nicht geht, hm? Das ist so eine dumme Rotze. Wer sich auch immer das ausgedacht hat, dass es lustig wäre. Das Reich verliert Land, wenn Vasallen sterben, weil der Trottel hat den falschen Erben. Aber das können wir ändern, indem ich ihm den Titel nehme. Irgendwann mal. Ich verliere 14 Hofpracht, ne? Lieber Schrecken. Prophet in den Hallen. Tut Buße, lernt die Wahrheit hinter der Wahrheit. Tretend ins Licht. Sie ist orthodox. Raus mit ihr. Ich kann vom Glück reden, dass ich sie nicht direkt in den tiefsten Kerker geschmissen habe. Und sie nie wieder die Sonne sieht. Okay. Held der Grenzen. In den letzten Tagen habe ich immer wieder von mächtigen Held der Bornschaften gehört. Der will ja, glaube ich, ein Gebiet, ne? Ne, er soll... Achso, ne. Eine Grafschaft. Ihr sollt als der Held geehrt werden, der ihr seid. Ja. Geldgeiles Stück Brot, ey. Das Ungeheuer von Devon. Das töten wir schnell selber. Ich bin da relativ geschickt an der Waffe, sage ich mal. Ich will ja keine... Wieso habe ich denn wieder kein Erzeugwort? Die sterben im Bauch, wie die fliegen weg, ne? Ja, ist eine gute Frage eigentlich, was man jetzt hier noch macht. Die vier Sachen habe ich ja schon alle. Ein Buch. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ein lila Buch. Ich bleibe wach, bis die Bücher wieder lila sind. Stell dich mir, du widerliche Bestie. Ich bin ja ein... Das ist das Schöne, wir haben ja auch einen relativ hohen Kampfwert. 44. Das heißt, ich töte das Viech mit meinem kleinen Fingernagel. Muss dafür gar nichts wirklich machen. Das Wichtigste dürfen wir nicht vergessen. Weiterbauen. Vor allem Goslar. Meine Haupteinnahmequelle. Stammesjagdstruktur ist durch, ja. Wolski Podolski. Was war denn das? War das hier noch? Ah ja. Vasallen, deren Kultur eine gemeinsame Herkunft mit eurer hat, schließen sich selten Unabhängigkeitsfraktionen an. Meinung höfische Vasallen +5.
Mein Ritter Michael ist von Schriftrollen und Manuskripten umgeben, als ich ihn aufsuche. Er blättert wütend durch die Seiten. Es gibt so viele Bereiche der Kriegsführung, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden. Mach, was du willst. Hauptsache, du machst irgendwas. Während ich geduldig darauf warte, dass meine Kleider geholt werden, stottert ein Diener. Herrin, niemand kann eure Kleider finden. Ich bin nur von Unfähigkeit umgeben, murmle ich und stürme aus meinem Schlafgemach. Im Zimmer meines Kindes Peter entdecke ich nicht nur meine Gewänder, sondern auch die Amme meines Nachwuchs. Ich hatte nichts damit zu tun, Lehnsherrin, er hat sich selbst angezogen, meint Lidwin mit einem Kichern. Kann ich ihn töten? Fürst der Mode. Das ist übrigens mein Erbe. Verdammter Trottel hat Frauenkleider an. Will er mich verarschen? Peter wird seine Bildung um 1. 50% Chance. Warte mal, stopp. Nee. Ein random Wert plus 1 gefällt mir fast schon ein bisschen besser. Was ist denn das jetzt hier mit dem? Was machen der? Was machen die denn hier? Was ist denn das für ein... Ich will doch nur den Titel aberkennen. Ein oder mehrere Besitztümer sind besetzt. Hör doch mal auf mit dem Müll jetzt. Wie kleine Kinder, ey. 70% höhere Qualität. Oh, geil. Das müsste eigentlich schon ein legendäres werden. Also Sprachgelehrt, also da habe ich ja eigentlich. Eigentlich nicht so viel Bock drauf. Ihr haltet plus 2 Bildung pro einzigartiger heiliger Stätte eures Glaubens, die ihr besucht. Krass. An sich. Gut, ich habe natürlich noch einen Mod, dass die Sachen ein bisschen besser sind. So fair muss ich sein, aber trotz allem. Domänenschwelle plus 2 permanent, das ist halt auch richtig nice an sich. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob wir jetzt überhaupt nur weitermachen. Kann Hausleitstern, ja, das war... Persönliches Komplott, Chance gegen Dynastiemitglieder, Anspannungszuwachs minus... Aha, Anspannungszuwachs minus 25%. Aber an sich muss ich sagen, das juicet mich ja auch schon hart an, ne? Let's go! Und das Zeug wird jetzt billiger, ne? Sehe ich natürlich nicht. Ganz toll. Die können mich hier verarschen und ich krieg's nicht mal mit. Na doch, ist billiger. Größtenteils gerecht, minus 47,2. Müsste es sein, oder? Ehrengast bin ich selber. Ist doch größtenteils gerecht, oder? Ja. Das ist eh cool. Entwicklungszuwachs. Das ist ein Ja. Nehmen wir halt mit, weil wir es müssen. Und dann die letzten zwei, die sind ja richtig Premium-Knorke. Juicy plus delicious. Okay, ich würde jetzt hier gerne mal einen guten Ratsverwalter einstellen, aber... naja. Herzogtum von Jorvik können wir übernehmen. Das Einzige, was ich gerne machen würde, ist mal den Typen da entlassen, ne? Nochmal leicht höherer Qualität. Das ist ja auch noch gestorben. Sterben die denn jetzt schon wieder alle? Vor allem, da kommen ja nur Idioten ran. Oh. 8 von 22. Gar nicht so einfach mit den Königstiteln, wa? Boah.
schlecht, oder? Monatliche Kriegsführung. Das ist ja richtiger Müll, das Buch. Alter. Erstmal ohne Witz, wer baut denn so? Also wer lässt denn sowas zu? Frage ich mich. Dann erkenne ich einfach mal deinen Titel ab. Ah, hat keinen Bock drauf. Wie ist mit dir? Achso, der war das, sorry. Er nimmt auf alle Fälle. Geht's einfach mal aus. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass unsere lange Herrschaft dafür sorgen sollte, dass ich hier keinerlei Komplikationen bekomme. Neffe. Nutzloser Neffe passt. Ja, Juicy. Juicy Neffe. Es kommt zur Katastrophe. Legen wir mal alle zusammen. Ich sehe ja nicht ein, dass ich wieder für die Trottel da bezahle. Dafür, dass die den ganzen Tag saufen dürfen. So, das Ding ist durch. Und wir werden eine eifrige, frohe Natur. Sind jetzt 50 Jahre alt, uns geht's immer noch hervorragend. Was ist denn mit ihm passiert, Alter? Jetzt hat er auch noch die Fresse eingeschlagen bekommen. Schade, deswegen bist du kein Erbe, du Trottel. Wer hat denn den mit dem kleinen Kind da verheiratet? War ich das? Ups. Geiseln bringen auch Bekanntheit. Kaiserin Heike von Schrecken bufft um 17% mit ihren Werten. Ein Kaiser, drei Könige. Der Kaiser ist so viel wert wie drei Könige. 13 Herzöge, 8 Grafen, ein Baron, ein König durch Heirat, 3 Herzöge durch Heirat, 7 Grafen durch Heirat. 108 lebende Mitglieder. Naja, schauen wir mal. Ich fände es halt mal echt, ne. Also doch, komm, wir machen ein Brettspiel, komm, weißt du was? Und ich mache Bildung, weil ich bin eine gebildete Person. Und ich bleibe auch bei Bildung. Und ihr wisst ja, ich klicke mich jetzt hier einfach nur hin und her. Und ich habe gewonnen. Wie fühlt es sich an, so zu verlieren, Kleiner? Das war mein Ex-Freund aus Italien. Ah! So. Ah! Das ist... Nee, stopp. So. Das sieht schon besser aus. Wer möchte? Voll interessant. Hier gibt es auf einmal voll viele Interessenten. Der sieht richtig gut aus. Damit würden wir nur noch Land verlieren, wenn sie stirbt. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Wer ist denn sie überhaupt? Also, was hat sie denn? Das Dauphinat von Vionni? Grafschaft von Forez. Das hier, das kleine Stückchen Land. Sie ist aber auch aus unserer richtigen... leider falsch geheiratet in dem Fall. Kompromittierende Briefe. Ich betrete das Schlafzimmer von Gertrud, stelle allerdings fest, dass sie dort nicht vorzufinden ist. Auf dem Schreibtisch verstreut entdecke ich jedoch einen Stapel halbgeschriebener Briefe, die an Regensburg adressiert sind. Die Briefe strotzen geradezu vor Einzelheiten über meinen Hof. Günstige Verstecke, wer meine Mahlzeiten auftischt und den Namen unzufriedener Diener, die mich wahrscheinlich verraten würden. Ich drehe mich um und sehe Gertrud in der Tür stehen. Hilflos wie ein gejagtes Tier kurz vor der Flucht. Naja, Nichte. Verzeih dir noch einmal, weil ich will, dass du später zu meinem Werkzeug wirst. Aber das nächste Mal töte ich sie. Mit töten meine ich auch töten.
So, jetzt habe ich mir neue Bücher gemacht, aber eigentlich auch total dumm, weil ich habe schon lauter Bücher. Ja, und die sind besser als das, was ich hier bekommen habe. Das finde ich nicht so strong. Finde ich nicht so strong. Was ich aber strong finde, ist die Tatsache, dass ich für heute raus bin. Euch allen noch einen schönen Tag, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.